Hallöchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf 9999 Dinge. Es geht weiter mit der Kartengestaltung. Und zwar seht ihr hier hinten schon die ganzen, die ich in diesem Bereich gestaltet habe. Es geht darum, eine und dieselbe Karte zu gestalten, dass man oben sozusagen eine Wimpelkette hat. Und unten hat man das Zentrum. Und dass man halt verschiedene Washi-Tapes nimmt, verschiedene Materialien, die ihr so zu Hause habt und dann verschiedene Karten gestaltet. Ich werde das irgendwann auch mal andersrum machen, dass ich mit haargenau denselben Materialien verschiedene Karten bastel. Und jetzt ist es halt so, mit dass es eine Wimpelkette haben muss und unten ist das Zentrum. Diese sind alle schon entstanden. Ich verlinke die euch unten in der Videobeschreibung, wen das interessiert. Da könnt ihr die gerne nachbasteln. Ich zeige die nochmal kurz. Also immer eine Wimpelkette, wie ihr sehen könnt. Hier ist ein bisschen breiter und das war die letzte, die ich gestaltet habe. Und ich habe in dem Video gesagt, ich möchte mal nicht so viel Bling Bling machen. Ich habe mir Mühe gegeben. So, was brauchen wir heute? Wir brauchen natürlich ein Kartenrolling. Ich habe mir hier wieder einen quadratischen geholt. In weiß. Ich habe mir Standschablonen ausgesucht. Einmal einen Heißluftballon. Einmal Happy Birthday, weil es ja auch zum Geburtstag sein soll. Und die Wimpelkette, die auch vorhanden sein sollte. Ich werde mit Motivpapier arbeiten und zwar mit diesem Motivkarton. Der ist auch vom Action. Und hierfür habe ich mir rausgesucht, ist ein bisschen Glitzer dabei. Ja, die beiden Papiere. Das wird das Hintergrundpapier werden von meiner Karte. Das werden die Ausstanzungen werden. Und für das Happy Birthday muss ich mir noch ein Papier suchen. Da bin ich mir noch nicht schlüssig, was ich nehmen soll. Also das wird es werden. Und ich habe mir noch kleine Sachen dazu geholt. Einmal diese Klebesticker in Herzform und einmal diese Vintage-Sticker. Mal gucken, ob ich die irgendwie integrieren kann, dass es farblich passt. Und als Washi-Tape sozusagen habe ich dieses Kork-Tape genommen, was ja unten ins Zentrum rein soll. Wimpelkette, Washi-Tape, Zentrum. Und dann gucke ich mal, ob ich das Ganze umsetzen kann. So, wir starten mit dem Basteln. Und als allererstes wird es so sein, dass ich mir jetzt hier diese Sachen auch stanze. Ich stanze mir jetzt den Heißluftballon hier aus, die Wimpelkette und das Happy Birthday muss ja dann so ein bisschen auffallen. Ja, mache ich im selben Farbton. Ich versuche es einfach mal, wie es aussieht. Für das Happy Birthday musste ich mir ein anderes Papier aussuchen, ein bisschen dünneres. Da habe ich hier so ein Kraftpapier genommen, was mir jetzt nicht ganz so gefällt. Da habe ich dann hier das rausgestanzt und zwar sieht das Ganze dann so aus. Und das werde ich auf den Heißluftballon dann hier unten draufkleben. Das werde ich dann hier so hinmachen. Das ist der Heißluftballon, das ist die Wimpelkette. Und ich habe auch dadurch, dass der Heißluftballon so groß ist, wenn man das hier so dran legt mal, werde ich die Wimpelkette um eine Wimpel kürzen, damit ich das hier oben nur so in der Ecke habe. Das geht mir dann zu weit hinein. Von daher nehme ich hier ein so ein Teil weg. Das mache ich gleich. Und mache das dann hier oben so hin. So, bevor ich das aber mache, brauche ich ja meinen Untergrund. Dafür habe ich mir ja dieses Papier ausgesucht. Das ist nicht ganz so breit wie meine große Karte, wie meine quadratische Karte. Von daher schneide ich jetzt auch so viel ab, damit ich links, rechts, oben, unten auch einen kleinen weißen Rand habe. Das trenne ich mir jetzt ab und befestige das schon mit meinem doppelseitigen Klebeband auf der Karte. So sieht es jetzt aus. Denkt nicht, dass hier irgendwie Kaffeeflecken sind. So ist das Papier. So, jetzt mache ich mal kurz zur Probe. Der soll hier hin. Das soll hier hin. Das kann ich mir auch schon dran machen. Und hier unten muss ja noch sich das Zentrum so ein bisschen abspielen. Und da wollte ich ja das Kork-Klebeband hinmachen. Wenn ich das Kork jetzt mache, dann kommt mit dem Heißluftballon ja das da drunter. Das wäre dann nicht so schön. Deswegen muss ich mir mal Gedanken machen, wie ich das am besten mache. Oder mache ich das trotzdem dahin? Hm, hm, hm.
Ja, weil es muss ja so gemacht werden. Die Challenge ist ja so, sozusagen. Das heißt, ich mache mir jetzt das Kork hier unten hin, als komplett, und habe mir diesen Farbton dazu geholt und mache da oben und unten noch eine Reihe hin. So, ihr habt gesehen, im Machen kommen ja immer die verschiedensten Ideen. Der nächste Schritt wird es sein, meinen Heißluftballon festzumachen. Das mache ich einmal mit doppelseitigem Klebeband hier unten. Und hier mache ich mit dünnem doppelseitigem Klebeband das Ganze mir so ein bisschen fest. Und hier werde ich die Wimpel nur hier oben auch wieder mit doppelseitigem Klebeband festmachen, damit die Wimpel so ein bisschen geknickt werden können, dass die dann halt so locker sind. Das ist der nächste Schritt, den ich jetzt mache. So, das hätten wir. Und jetzt wollte ich ja noch von diesen Embellishments da irgendwie was hinmachen. Mal gucken, da habe ich ja das mir hingelegt. Und das, ich habe mir aber auch, das habe ich gerade noch gefunden. Aber das wäre zu viel. Ja, was mache ich? Nehme ich Herzchen? Oder nehme ich so ein Teil? Auch gekauft. Im Action. So, farblich habe ich ja jetzt gar nicht viel hier drin. Da bräuchte ich irgendwie was Grünliches. Habe ich hier schon mal nicht. Das ist ja schade. Und diese hier sind auch vom Action. Hier sind ja so die Herzen, die wir hier haben. Aber ich glaube, das wird dann mal zu viel. Wir testen mal. Und hier so Herzchen. Könnte ich ja auch noch machen, den hier so ein bisschen gestalten. Mache ich jetzt mal hier eins hin. So viel will ich gar nicht machen, weil die gefällt mir schon richtig gut. So, dann machen wir hier so zwei so Dings hin und dann würde ich sagen, dann reicht das schon. Theoretisch hätte man das auch weglassen können. Schön schlicht, schön einfach, schlicht in Anführungsstriche. Ja, gefällt mir richtig gut. So, meine Guten, das war die nächste Idee. Ich glaube, eine mache ich noch mit euch zusammen und dann werde ich mich einem anderen Thema widmen oder andere Sachen gestalten. Ja, na, hier die ganzen, schaut sie euch gerne an. Also immer was anderes und ihr seht, man kann wirklich tausende von Karten gestalten. Selbst mit diesen Sachen und immer nur andere Papiere oder so genommen, sieht das immer schon wieder anders aus. Also ich finde das echt, echt toll. Hier schimmert das so ein bisschen, das Papier, die Herzen. Richtig schön. Mit dem Kork, ich bin eh so ein Kork-Fan. Wird in nächster Zeit dann auch noch mehr kommen mit dem Kork. Also finde ich richtig toll. So, meine Guten, das war's. Gerne euer Feedback in die Kommentare. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wünsche euch einen tollen, tollen Tag. Bis bald, eure Katrin.